So, ich bin Dirk Nannen, das ist Eddie von Laramie, das ist das Laramie, das ist unser und wir sind hier auf Speaker Oak. Ja, Speaker Oak West End, das wilde West End auch gut gesagt irgendwie, direkt hier am Meer. Die letzte Kneipe im Westen und ja, Nordsee, Wattenmeer, Weltnaturerbe, Kulturerbe hier. So. Das Besondere ist, glaube ich, eher, dass wir so ganz autark sind, dass wir nicht eine rausgemotzte Schickimicki-Bude sind, sondern dass wir einfach normal sind. Irgendwie. Du kannst hier reingehen und kannst auch denken, du bist noch in den 60er, 70ern irgendwie. Und so sind wir auch geblieben irgendwie. Also der Laden hat sich im Großen und Ganzen die letzten 50 Jahre eigentlich nicht großartig verändert. Ich bin gebürtiger Baltrumer. Und bin seit Anfang der 90er hier auf Speaker Oak. Ich habe dann einmal die Inseln gewechselt irgendwie. Das war mir. Ich wollte mal was Großes sehen und habe dann mir einfach eine größere Insel ausgesucht. Ich liebe halt das Meer irgendwie und sobald es mir die Zeit erlaubt, dann bin ich auf dem Meer. Egal ob jetzt mit Windgeschwindigkeit oder mit anderen Sachen. Ich komme aus dem Wellenreiten irgendwie. Habe dann natürlich hier irgendwann mit dem Kitesurfen auch angefangen. Und bin eigentlich allen Wassersportarten sehr verbunden. Wir haben hier eine Surfschule mit drin, wo wir das Kitesurfen lernen und SUP, also Stand-Up Paddling, sowie solange die Brandung erläuft, dann auch ganz normales Surfen. Ja, als Kinder waren wir natürlich viel im Watt irgendwie. Man wächst damit auf, man wächst mit der Natur auf, mit den ganzen Viechern, die da hin und her fliegen. Muss halt immer überlegen, dass das hier eine der größten Rastgebiete sind. Gerade auf den ganzen Zugstrecken Richtung Norden oder auch umgekehrt, wenn sie zurückkommen. Also auch wenn wir unsere Schulungen machen, vermitteln wir viel vom Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer beziehungsweise jetzt ja mittlerweile Naturerbe und versuchen die Leute zu sensibilisieren, auch was das angeht, auch was den Strandmüll angeht und so, damit gerade junge Menschen, die aus den Städten kommen, das auch begreifen, anstatt immer zu sagen, nein, du darfst das nicht, sondern sie müssen es ja auch begreifen, worum es geht. Das Wattenmeer bedeutet für mich Freiheit, Schönheit und Weite. So. We love it.